Ich bin der Michael Derlet, ich komme aus Salz. Wir bewirtschaften einen landwirtschaftlichen Betrieb, der seit fast 30 Jahren nach den Richtlinien des ökologischen Landbaus bewirtschaftet wird. Wir bauen an Getreide, Kleegras, Kartoffeln, Mais, Sonnenblumen. Wir vermarkten einen großen Teil unserer Produkte direkt bei uns am Hof. Es gibt beispielsweise Eier, Kartoffeln von unserem Betrieb. Wir verkaufen das direkt an Endverbraucher oder liefern an Wiederverkäufer oder größere Abnehmer und Gastronomie, Hotels. Wir arbeiten seit einem Jahr zusammen mit der Lebenshilfe, haben wir den Sebastian bei unserem Betrieb. Der Sebastian ist bei uns zuständig und für die Eiersortierung, für die Hühnerstallpflege bzw. für die Mitarbeit im Stall, Eier abnehmen, Eiersortierung dann, und dann unterstützt er uns auch tatkräftig in der Direktvermarktung. Er hilft außerdem noch bei der Kartoffelernte bzw. bei allen Arbeiten, die bei uns das ganze Jahr über am Betrieb anfallen. Wir sind da auf alle mögliche Hilfe angewiesen. Wir sind dabei, weil wir bei uns in der Landwirtschaft für jeden eine sinnvolle und wichtige Aufgabe haben, die ihn auch erfüllt und auch abends müde ins Bett gehen lässt. Mein Name ist Elisabeth Müller, ich bin Tierärztin und habe mit Kollegen zusammen vor fast 30 Jahren das Labor Laboclean gegründet. Wir sind ein Labor, das sich der Tiermedizin verschrieben hat und machen Diagnostik für Tierärzte. Das heißt, wir helfen, Erkrankungen zu erkennen bei Tieren, damit die dann die richtige Therapie bekommen und wieder gesund werden können. Wir untersuchen Blutproben auf alles, was man sich vorstellen kann, an Leber- und Nierenwerten oder Ähnlichem. Wir machen bakteriologische Untersuchungen, das heißt also helfen, das richtige Antibiotikum auszuwählen, wenn Tiere Antibiotika brauchen, um wieder gesund zu werden. Machen pathologische Untersuchungen, das heißt Gewebeschnitte oder genetische Untersuchungen auch, um festzustellen, an welchen Erkrankungen Tiere leiden. In dem Zusammenhang haben wir über 300 Mitarbeiter hier im Haus, die helfen, diese Untersuchungen durchzuführen. Unsere Kunden, die Tierärzte, sind in Deutschland oder auch teilweise in anderen europäischen Ländern verteilt und bekommen unsere Ergebnisse dann schnellstmöglich am nächsten oder übernächsten Tag zugestellt. Und in diesem Rahmen haben wir auch einen neuen Mitarbeiter, einen Kollegen eingestellt, der im Bereich des Verbandes arbeitet und uns dort hilft und den wir über die Lebenshilfe kennengelernt und zu uns bekommen haben. Wir sind dabei bei dem Projekt der Lebenshilfe Mensch inklusive und wir freuen uns, dass wir dabei sein können. Mein Name ist Holger Hilas, ich bin Geschäftsführer der Teppichscheune Malermeister Hilas GmbH. Unsere Firma gibt es seit 1978. Wir haben derzeit 4 Mitarbeiter. Unser neuester Mitarbeiter ist der Julian. Und der ist seit 2 Jahren bei uns. Er ist unser Inklusivmensch. Julian ist überall, wo er gebraucht wird. Wir sind führend mit Bodenbelägen von Teppichboden, Parkett, Fertigparkett, Designbelag, Kork, Laminat, Linoleum. Ferner führen wir noch gehobene Malerarbeiten und normale Malerarbeiten aus. Der Julian sorgt dafür, dass überall das richtige Material da ist. Er hilft mit. Ja. Räumt auf. Ja. Und er ist immer freundlich. Ja. Mensch inklusive, ich bin dabei. Ich übernehme meine soziale Verantwortung.